Ja, Labyrinth, bla bla bla, Labyrinth. Durian, Birne, Pfirsich. So, und meine Sorten sind Apfel, Banane, Persimone. Apfel, Banane, Persimone. Okay. Was sind denn die Persimone? Na, das hat man doch schon beim letzten Mal geklärt. Oder vorletzten Mal oder so. Oh Gott, haben die es mit schon mal gebracht? Ja. Oh nein. Wie peinlich. So. Gift, Gift, Schaufel. Redet er auch mit dir gleichzeitig? Ja. Gibt nur das Netz? Nein! Warum? Ich dachte, das wäre voll die coole Idee. Die Idee war gut. Ich dachte, ich hätte einmal in meinem Leben was Kluges getan. Was brauchst du? Durian, Pfirsich. Birne, Pfirsich. Und Durian, gut. Habe ich schon mal beides einmal. Mango brauchst du nicht, glaube ich. Nee. Toll. Litchi brauche ich nicht. Okay. Ich weiß mal, wo ich schon war und es sieht alles so gleich aus. Birne brauchst du. Eine Birne, ja, Birne brauche ich. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung du gegangen bist. War einfach, wenn man die andere Person auf der Karte sehen würde. Ja, das ist richtig. Brauchst du eine Banane? Apfel, ja. Banane, Persimone. Apfel, Banane, Persimone. Ist meins. Ja, es wäre schöner, wenn man das sieht. Es wäre auch schöner, wenn sich das Labyrinth unten aufzeichnet, während die Person dort steht. Dass man es nur dort sieht, während man da steht. Was ist das hier? Na, eine Orange, braucht niemand. Nee. Oh, hier liegen Litschis und Kirschen rum. Das ist verwirrend. Gut, dass keiner von uns nur eins von beiden braucht und wir denken, wir haben es. Ich finde auch, dass Litschis nicht wie Litschis aussehen. Nee, aber die Durians dafür, toll. Ja, das stimmt. Was auch immer da lag, ich hab's jetzt einfach mal aufgehoben. Es war so in der Ecke, dass ich nicht sehen konnte, was es ist. Oh, ich hab für uns Zitronen. Nee. Mist, nee, da war's schon. Susan, komm zurück. Komm zurück. Ja. Ah, da war's auch schon. Ey. Warum hast du den Kescher mitgenommen? Er war da. Er war da und dann musste ich ihn haben. Das ist ja eine Orange. Die ist ganz schön Orange. Das ist doch eine Orange. Hier war ich auch überall schon. Militchi-Toll. Oh, was bist du wieder in der Mitte? Ich habe einen Grashüpfer gefangen. Das ist schön. Braucht jemand von uns einen Pfirsich? Ja, ich. Oh, wer bist du denn? Bist du eine Persimone? So, was brauchst du? Durian, Birne, Pfirsich. Ich brauche Durian, Birne, Pfirsich. Du brauchst Apfel, Persimone und Banane. Das sage ich jetzt eigentlich auch noch für mich. Du musst jetzt nicht sagen, ja, ich weiß. Ich weiß es aber. Du bist ja ein cleverer Junge. Ich habe übrigens nur zwei Äpfel und eine Persimone. Wir hauen dann einfach... Oh, oh, du tust ja schon raushauen. Ja, das, ich habe deine Birnen zumindest gefunden. Ja, ich bin gerade hier voll am Einsammeln und am Raushauen. Äpfel habe ich gar keine. Ach, das ist eine Mango gewesen, Mist. Bananen habe ich zwei. Ich habe eine ganz kluge Idee, Susan. Und eine Persimone habe ich. Ja. Das Obst und Gemüse, was wir nicht brauchen, legen wir als Wand hin. Aber dann vielleicht liegt das da in einem Feuer schon da. Wir denken, es ist eine Wand. Wenn es von oben und unten zweimal nebeneinander liegt, ich glaube nicht. Ja, okay. Aber dann ist. Ach, da komm ich voll durcheinander, weil ich so dumm bin. Ah, Persimone. Da oben ist ein Pfirsich. Banane und Banane. Kommando zurück, Kommando zurück. Aber wir haben schon fast alles. Litchi. Toll. Oh Gott. Mist. Das ist echt doof. Was bist du? Zitrone braucht keiner von uns. Nee. Nö. Warte mal, ich hab zwei Äpfel, zwei Bananen, zwei Persimone. Ich brauch alles noch einmal. Hast du schon mal in die Mitte geguckt? Von da komm ich. Okay. Offensichtlich ja. Oh, warte, ich habe aber noch was. Ich habe auf jeden Fall noch einen Apfel und eine Persimone und eine Banane. Das ist alles, was ich brauche. Überraschung.
Die Kirsche hättest du schon ablegen müssen. Oder darf man den nicht dabei haben? Man darf nichts dabei haben, was man, glaube ich, nicht braucht. Ah, okay. Ja, dann musst du es noch mal schnell in den Dreck werfen. Oh, sie liegt sehr wirklich zwischen uns. Ja. 5. Ach. Aber nicht zu vergleichen mit dem Prügelspiel. Nee. Wo ich übrigens dafür bin, dass wir es nochmal spielen. Ja, bitte. Das hat so viele Medaillen gebracht, ja, im Vergleich zu dem wir. 12. Ich habe es noch nie erlebt, dass man so viele kriegt. Auch einfach so. Und dann nochmal Zusatzmedaillen. Ja. Verrückt ist das. Dann höre ich hier nochmal das Kloppespiel. Kloppespiel. Ausflug. Da kann ich mir jetzt noch eine bescheuerte Anekdote von gestern erzählen. Profi-Hämmern. Ja. Klingt behämmert. Ja. Ich weiß nicht, was gestern mit Kyoto los war. Ob der irgendwie einfach schlecht gelaunt war oder ob der bei meiner Mutter zu viel gegessen und getrunken hat oder so. Weil bei uns im Haus, wie das halt so ist, in großen Häusern wird manchmal eingebrochen, unten in den Kellern. Und dann, das haben Boris und ich im Aushang gelesen. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Gut. Haben das dann eben unten im Aushang gelesen und sind dann eben dann beide runter in den Keller und Kyoto ist mit. Und wir gucken halt eben so in unseren Kellern. Ich habe erstmal meinen Keller ewig nicht gefunden. Gut. Und ja, als ich suche nach meinem Keller, meinte Kyoto so, ich kacke jetzt mitten in den Gang. Kyoto, warum tut er das? Und Boris hat sich fast weggeschmissen vor Lachen. Wenigstens waren es keine verleckten Phantomwürstel, die auf immer woanders lagen. Ja, ich hatte zum Glück aber auch noch einen Kackerbeutel dabei, da konntest du gleich alles einsammeln. Und vor allen Dingen, Boss hat das kurz davor erzählt, dass er seinen Eltern immer erzählt, wie dumm Kyoto ist. Und wieder mal, dass wieder mal eine neue Geschichte brauchst, so nach dem Motto. Das war ja auch eine Standvorlage. Ja. Und dann kurz darauf, war Wäsche waschen und Kyoto war mit unten und was macht Kyoto? Pingelt mitten in den Gang. Was macht er denn? Ich weiß nicht, was gestern mit ihm los war. Der macht das eigentlich nie, aber dann wenn, dann richtig. Und dann war ich schon danach noch mit ihm unten, ne, weil er hat noch eine ganz kleine Mini-Pfütze gemacht und ich dachte, der muss dann übelst pinkeln. Ich gehe mit ihm raus und er hat so gut wie gar nicht gepinkelt. Toll! Gut gemacht. Ich dachte, was war das jetzt, Kyoto? Das ist ein Typ. Ob da irgendwie, ob mir irgendwas nicht gepasst hat oder so, ich weiß es nicht. Er ist ja manchmal etwas eigen. Ja, es ist ein Kyoto halt. Ja, ich stelle mich erstmal hier und hau 10 Mal ins Nichts. Sehr gut. Oh, wie gut. Alter, ich stehe vor ihm, schlage übelst oft und treffe kein einziges Mal. Oh Mann, wie behindert bin ich eigentlich? Oh. Alter, ich bin vor ihm. Nein! Oh. Ich dachte, wenn ich mich vor ihm stelle, kann ich schon übelst oft schlagen. Oh, bin cool. Ah, oh, ich komm. Dieses Ding. Und dieses Geeier macht's auch nicht leichter. So ein Geeier, wie bist du denn drauf? Das ist aber gegeneinander hauen. Oh, ich liebe das, das Spiel ist so cool. Das fetzt echt am meisten. Ich mag das Spiel eigentlich nur so, weil es so viele Medaillen bringt. Oh, guck mal. Echt? Ja, oh mein Gott! Verdroschen! Mobbingkreis! Das ist ja sagen, wie es geht! Ich glaube, alleine wenn man wenn man den umschmeißt, kriegt man schon so viele Schläge drauf. Ja. Das ist schon schwer an der Arsch. Ja. Also. Meine Mom verbessert mich immer, wenn ich sage, es gefällt mir am meisten, sagt immer nur nein, das heißt am besten. Und ich weiß, dass sie recht hat, aber es ist mir trotzdem egal. Das ist wie ISV oder was war es? Anscheinend und scheinbar. Ja, das hatte ich auch gerade wieder im Kopf. Wobei, ich sagen muss, ich bin übelst klein gestört, weil meine Lehrer sagen, andauernd ständig macht Sinn. Das sagen die andauernd. Ja, da werde ich auch verrückt, genau wie bei Mistverständnis. Mistverständnis? Ja, das ist auch ganz schlimm. Was sagt denn Mistverständnis? Das kann ich jetzt gerade nicht sagen, nicht, dass das Video später mal gefunden wird. Ja, die Person muss dann ja wissen, dass sie gemeint ist. Eben, das ist ja das Problem. Naja, aber schon mal mit Missverständnis. Ja, aber das kann ich jetzt schlecht sagen, weil dann die Position auch noch bekannt wird. Das gibt's doch nicht, ich muss hinterher. Ach, scheiße. Da ist er. Ah. Ich hab noch einmal drauf gehauen. Ja, ich weiß, dass die Zeit vorbei ist. Verrückt. Gucken, wie viel wir diesmal kriegen.
Sieh mal, guck mal, Turtle sieht aus wie ein Stern, das Grüne. Mit dem Hintergrund. Das Grüne sieht aus wie ein Stern. Ach so, du. Hä? Sein Kopf ist die Spitze oben. Ach so, ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Ja, yeah, 12 Medaillen. Yeah. So muss das sein. Ever. Das ist super geil. Danke für die 3. Okay, diesmal sehe ich es ein, dass ich auch wenig drauf gehauen habe. Vorher hatte ich aber den Eindruck, dass ich mehr drauf geschlagen. Also nicht mehr als du, aber generell halt eben öfter getroffen hätte. Das ist, wenn du das zu viert spielst, bringt das ja noch mehr. Das ist echt fies. Dann kriegt der erste ja mal 10, glaube ich. Was? Ja, oder 8 und dann nächste 5, dann 3, dann 1. Also er kriegt auf jeden Fall mehr Bonus, je mehr Mitmachung. Was? Wir sind leider nicht zu wenige. Tja. Willst du noch ein Spiel hier spielen? Guck mal, was haben wir denn noch? Libellenjagen wäre nicht schlecht im Notfall, aber Flug? Libellen. Wir können auch bei dir nochmal gucken, wir müssen eh nochmal zu dir wegen, du weißt schon. Das stimmt. Wir machen mal noch die Libellenjagd. Okay. Bei Haifischangeln wird, glaube ich, schief gehen. Oh, hör bloß auf. Ich kann nur Haifische angeln, wenn ich dich hingucke. Ja, und wenn der Ton laut genug ist. Genau, ich höre immer, also schon immer mein Ohr mal an den Kopfhörer, also an, weißt schon, an den Lautsprecher. Ja, an den 3DS. Speaker! Der Schiff legt jetzt ab, okay. Yay. Untergegangen. Oh, ich hab irgendwie schon den ganzen Tag voll Bock auf Tiramisu. Oh, sag doch nicht sowas. Ich weiß nicht, wo ich jetzt die Tiramisu herkriegen soll, außer vielleicht ja, Schwarzem Hauptbahnhof. Hey, Jungspunde, da mal einspaziert. Königlibellen, Prachtlibellen, irgendwas mit alles, Libelle. Alles, was Libelle hat, erzählt. Okay, auf die Plätze, fertig. Libelle! Okay. Hab eine. Oh nein, sie ist weggeflogen. Geh in Dungeon suchen. Und da ist einer. Ich habe immer nicht gehofft, dass wir uns gegenseitig fangen. Oh. Tut mir leid. Warum fliegt die so schnell? Könnt ihr mal langsamer machen, die kleine Bitch? Ich würde gerne erstmal welche sehen. Das wäre schon ein ich Anfang. Ich sehe sie, aber sie fliegen übelst schnell. Alter, wie schnell ist denn die? Boah. Das hat übrigens Schwierigkeitsgrad 1. Das glaube ich nicht. Die Quelljungfer war schnell wie eine Quelljungfer. Boah. Ich habe eine gefangen. Eine Feuerlibelle. Die war im Wasser übrigens. Ich habe sie mit dem Netz ins Wasser geklatscht. She is on fire. This girl is on fire. Die Feuerlibelle war einfacher, aber diese komische Jungfrau da, das war schon bösartig. Oh, ein Schmetterling. Aber da heißt er gar nicht Libelle. Doch, Schmetterling-Libelle. Schmetterlibelle. Ja, Schmetterling-Libelle, der ist eingeheiratet. Ach so, das ist ein Doppelname, okay. Ach man, ich bin irgendwie... Oh, hallo? Susan, das muss ich dir noch erzählen. Wir hatten einen übelst krassen Kindername auf Arbeit, da hab ich gedacht, bei das wieder? Ja, den konnte ich am Anfang nicht richtig aussprechen. Danach wusste ich nicht, ob ich es krass finden sollte oder irgendwie absurd. Keine Ahnung. Die dunkelhäutigen Babys haben immer übelst krasse englische Wörter als Name, ja. Mhm. Da hatten wir schon Winter Princess und Summer Hope und was weiß ich nicht. Boah, das klingt aber trotzdem geil. So, und wir hatten jetzt aber als Kindername God's Glory Divine Success. Was? Und da dachte ich, was? Das war ein Doppelname, ja. Das war übelst krass. Das klingt, als hätten die sehr hohe Erwartungen an ihr Kind. Ja, ich wusste auch gar nicht, dass man das einfach so als Name nehmen kann. Ich war auch überrascht. God's Power hatten wir auch schon, God's Will. Und dann haben wir überlegt, ob das der afrikanische Gottfried ist. Also God's Will oder so, das kann ich mir doch irgendwie vorstellen. Aber God's Power... God's Glory, sag ich nur. God's Glory Divine Success. Oh Gott. Wie nennen die den dann? Sucker. Nee, keine Ahnung. Gotti? Ich weiß ja nicht. Gotti! Naja, frag mich doch nicht. Alter, jetzt hab ich wieder so eine übelst schnelle Libelle. Fick dich, ich frag dich jetzt nicht. Sorry. Okay. Oh. Ich mach mir irgendwie eine Zusatzqualifikation bei Photoshop. Shit. Und dann fange ich bei euch an und dann kann ich mitlachen. Warum hast du einen Prachthirschkäfer gefangen? Ach, man lässt ihn alleine frei. Oh, na, weil der Geld bringt. Das ist so blöd. Hätte ja sein können.